Hallo Leute, willkommen zurück zum Adventskalender Tag 16. Wir spielen P wie Portal 2. Und der Datum ist auch schon da. Ein Grüßchen Zorni herzlich, der mich hier dabei unterstützt, durch die Koop-Kampagne zu kommen. Wie bereits erwähnt, habe ich schon mal irgendwann durchgespielt. Ich weiß also ungefähr, was ich mache. Ja, okay. Wir haben Zutritt zu den Pausenräumen. Wo sind die? Keine Eine Pause Ahnung. Machen. Ach, verdammt. Oh Mann, ich glaube, ich muss den Ton noch leiser machen. Stimmt, und ich erinnere mich bei Fidget Titel, das habe ich mich voll vergessen. Hä? Die Stream-Beschreibung bei Twitch ist vollkommen daneben. Danke für den Hinweis. Hier kann man, glaube ich, keine Portale basteln, ne? In dem. Ja, doch, es gibt ein paar Stellen. Hier, ne? Ja. Die spannende Frage ist, wenn du das Spiel hostest, dann dürften nicht alle Kurse freigeschaltet sein. Dann können wir die Reihenfolge nach durchgehen. Obwohl ja auch so, glaube ich, die Reihenfolge nach. Wir müssen jetzt gucken, dass wir in 01 zuerst reingehen. Ja. Ja, Mausempfindlichkeit ist okay. Auf Tab habe ich deine Ansicht. Okay. Wir starten mit Kurs 1. Jeder in seine Schlafkapsel und ab geht's. Das sah mir eher aus wie eine Auseinanderbaukapsel. Das ist ein Translokationsgerät. Auseinanderbau und woanders Zusammenbaukapsel. Ja, im Prinzip war es ein Transporter, oder? Bisschen oldschool, aber. Okay, gut. Ich muss nebenan auf den anderen Knopf gehen. Ja. Und dann irgendwie. Sieh, was du machst. Ah, das hält das Gleiche. Muss da durchgehen und ein Portal machen, dass ich da. Oder halt, nee, noch besser. Warte mal, komm du mal hierher und stell dich drauf. Halt, da lang und da lang und da lang. Okay. Versuche hier immer noch gerade. Ach, hier ist das Level. Ach, das ist alles klar, ja. Hier ist es doch denn raus, oder? Überleg gerade, wie das hier mit dem. Hier ist zu Ende. Ding funktioniert. Leistungen sind immer das Ergebnis von Teamarbeit. Aber vergesst nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein. Wer ist Terry? Keine Ahnung. Du bist doch der. Ich kenne Enchin, aber Terry nicht. Ah, aber vielleicht kennst du ja einen Terry aus. In einigen Spielen der Menschen gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Ich dachte, das sei interessant. Für Gewinner jedenfalls. Ich hab voll vergessen, wie es mit den Emotions geht. Ich zum Hut gehen. Okay. Ach so, man kann die auf Q drücken und dann da liegt, kommt ein Auswahlfenster. Ich hab vergessen, wie man die auswählt. Oder muss ich etwa. Mit der Maus. Nee, macht er bei mir nicht. Dann dreht sich bei mir hier so ein Kreis.
Bei mir geht's nicht. Oh, in dem Wasser geht man nämlich an kaputt, weil es wahrscheinlich Säure ist. Blue erhält 5 Kollaborationspunkte. Drück mal nochmal. Warum rennst du mir hinterher? Ich hab keine Ahnung. Ich dachte. Du musst auf den Knopf drücken, damit die Tür aufgeht und damit ich dann hier das andere Ding platzieren kann und damit du auch durchkommst. Jetzt kannst du. Ach so. Ja, du kennst die alle schon auswendig. Ich hab, und läufst ja einfach das, durch. Das war einfache Lösung. Da ist eine Tür auf und da muss einer draufstehen, damit die aufbleibt. Dann muss der andere irgendwas machen in der Zeit. So ist die Logik in dem Spiel. Ja, schon. Ich guck mir das aber erstens immer an, um dann mal hinzugucken, wo man hin muss. Okay, wir brauchen eine Kugel. Ja, um das Ding eine auch Kugel, zu machen. Die ich kommt guck, wahrscheinlich guck aus mal da hinten oben auf den. raus. Was der Knopf macht. Ach, wir müssen die Zeit gleich aktivieren, glaube ich. Okay. Vielleicht sollten wir zählen. Es gibt eigentlich eine Zählfunktion dafür, aber ich weiß keine Ahnung, warum die hier jetzt hier nicht funktioniert. Da hat es auch eine Taste dafür. Okay. Ah, mit F war das. Lustig. Ja, und dann kannst du durchgehend nach oben Timer machen, aber das Witzige ist, auch da geht mein Auswahlmenü nicht. Ach so, ah, hier, Timer. Genau. So, E muss ich drücken, ja, denn. Ach, sollten du wir machst rausfinden, hier was so jetzt. Timer? Vielleicht sollten wir rausfinden, was die Dinger machen. Da ja. sind noch andere Knöpfe. Richtig, wir müssen beide drücken und dann auf den Dingerns. Hä, wie jetzt? Jetzt. Jetzt wurden alle aktiviert. Jetzt haben wir den Ball. Willst du ihn drauflegen? Ja. Sehr gut, ihr wachst wahrhaft als Team zusammen. Dank des einen von euch, der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt. Die Kommentare sind einfach geil. Oh Mann. GLaDOS ist doch einfach nur zum Liebhaben. Aber ich glaube echt, mein Spiel ist verpackt. Eventuell ist durchs Raustappen zwischendurch. Habe ich ja auch gemacht. Ich tapp mal nochmal. Statt wieder ins Spiel reinzuklicken, habe ich dich mal zurück reingetappt. Achso. Fernkommunikation, Teamarbeit und gegenseitiger Respekt nicht stets gewährleistet sind. Funktioniert nicht. Ist verbuggt. Also du musst Timer machen. Und, du hast doch irgendwas auf Gucken gesetzt. Ja, ich kann draufdrücken, aber kann ich auswählen, was ich dann mache. Also mach dann nur guck mal dahin. Ah, weil ich die Auswahl nicht verändern kann. Hier war ja wieder mit Laser, wo man jemanden abschießen konnte und so, ne? Ja, genau. Ich muss auch noch ein Portal setzen da hinten. Den Laser kannst du abstellen. Da abstellen, wo er war. Hier, ne? Ja, so dass er durchschießt. Ach so, ne, aber ich hab ihn ja hingestellt. Ja. Und dann hast du ihn weggenommen. Du musst, dann hast du, ge- du musst dann ihn hast genau du da gesagt, kannst ihn wieder abstellen. Und ja, du solltest, ihn, wieder hin- du solltest ihn da abstellen, so ausgerechnet, wie du ihn gerade hattest. Ich habe ihn hier nämlich so abgestellt. Weil so wenn du jetzt nämlich guckst, dann siehst du, dass es das ganze Sinn macht. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte es ja so. Und dann hast du gesagt, du kannst ihn abstellen. Und dann habe ich gedacht, du meinst wieder dahin stellen, wo er mal war. Nö. Warum sollten wir aufräumen hinter uns? Wir sind doch nur hirnlose Roboter. Die stur Aufträge erfüllen. Wir haben nicht den Auftrag gekriegt, jetzt wieder aufzuräumen hinterher. Okay, wir haben das Ding und dann schießen die alle. Oder auch nicht. Wir haben das Ding. Ah, ein Würfel. Damit kriegen wir. Drück mal auf den Knopf. Was hast du gemacht? Warum drückst du.
Ich meinte den Knopf auf dem Boden. Ach so. Was soll das? Monster. Die gehören zu uns. Ein Scherz. Ihre Vernichtung ist Teil des Tests. Sie sind für euch gut. Wichtiger als... Kannst du runtergehen? Wow. Jetzt von da hinten, wo es endet, nach oben. Ja, genau. Von hier. Ach, da. Perfekt. Natürlich rüberspringen und nicht durchlaufen. Ja. Individuelle Ergebnisse würde den Test beeinträchtigen. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Jetzt müssen wir doch erstmal gucken, wie wir da hinkommen, ne, in die nächste Testkammer. Ja. Oh, ich muss mal eben hier meine Anzeige richtig machen, damit ich auch sehe, ob die Videovorschau flüssig läuft. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Ah. Ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt, in der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere bereit ist, ins Getümmel zu watscheln, sollte der Test in ein Fressfest umschlagen. Ach, das war kompliziert. Ich würde vorschlagen, ich bediene die Schalter und du läufst durch das Labyrinth. Hier steht ja, was die Schalter machen, hoch oder runter. Ja, ja. Das ist trotzdem nicht einfach. Okay. Ich hab den Portal hingemacht. Ja. Ach so, und wo geht das hin? Ach, da oben. Da falle ich ja da drin. Genau, und dann spielen wir Rattenlabyrinth. Toll. Jetzt läufst du vor. Okay. Weiter. Und dann da runter. Boah, schießt dir mal ein Portaler irgendwo hin. Ja. Ist der falsche. Doch, so. Jetzt gehst du in die Mitte, stopp. Nee, das war nicht gut. Geh ein weiter. Und hast du da irgendwo eine Fläche, wo du Portale schießen kannst? Nee, na nur da, wo deins ist. Jo, da nicht. Okay, gehen wir vor bis zum Ende. Hier? Ja. Jetzt weiter. Ja, runter oder? Ja, nicht? Runter. Na. Ja. So, und jetzt da runter. Oh, da kann ich auch ein Portal machen. Ja. Hier weiter? Vorsicht. Nee, noch nicht. Jetzt weiter. Da kann ich aber nur ein Portal ranschießen. Oder soll ich rufieren? Hier ruf. Kannst du ein Portal ranschießen, ist ja, aber ja. Verschwindet eventuell. Ja? Also schieß mal eine zweite ruf, das dunkle. Genau. Ja, die geht weg. Dann nimmst du den Würfel und stellst dich wieder dahin. Schießt dein Portal nochmal und gehst da durch. Halt. Muss ich da nicht hochfahren? Jetzt ja. Muss ich doch. Ja, ja, ich bin daneben getreten, deswegen. Bin ich da runtergeglitscht. So, jetzt muss jetzt ich. Jetzt kannst du rausspringen. Achso, stimmt. Kannst du mit jemand rausspringen. Ja, gut, so kann man. Ich hätte einfach. Toll. Ich hätte da einfach ein Portal ranschießen können. Klasse, ja, so war schlecht geplant. Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten.
Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein. Ach so, ist ja gut zu wissen. Du hast zum Beispiel eben zwei Chancen Hinweispunkte eingebüßt. Chancen Hinweispunkte. Du hättest mich darauf hinweisen sollen, dass du da ein Portal setzen musst. Richtig. Schönes Spiel. Müssen wir da irgendwas machen? Nee. Dies ist kein Wettbewerb. Aber wenn es das wäre, dann würde Orange gewinnen. Ach du Schande. Ich glaube, die Ansagen sind willkürlich. Du weißt doch, der Kern zu jeder guten Unterhaltung. Reine Willkür. Okay, hier kommt ein... Ja, das wird lustig. Möchtest du außen rumgehen und ich lenke den Laser, oder? Ach so, immer muss einer den Laser lenken, während der andere raufschießt. Genau, und dann die... in die richtigen Öffnungen, damit der andere lang gehen kann. Ja. Also angefangen hier, damit du dann da durchkommst. Portal ist sehr gut platziert. Genau, den nächsten da drauf. Und dann mach dir mal ein Portal auf der anderen Seite, wo du, dass du durchgehen kannst, um auf welcher Seite kommen wir voran? Da unten. Ach so, da. Ja. So, dann geht das nämlich das Ding gleich runter und im richtigen Moment kannst du durchgehen. Und dann da jetzt nach oben zu fahren, dann wartest du da. Ja. Muss ich nämlich so hoch wie möglich fahren, dann muss ich nämlich umschwenken und dann musst du dann in dem Moment unter den Dingern durchsprinten. Kaufen. Lauf, Forest! So, was hast du da hinten irgendwo eine Fläche, mit der du ein Portal machen kannst, wo wir durchkommen? Ja, hier. Dann mache ich das Blau. Das Hellblau kannst du dann umsetzen. Ja, das braucht ein anderer Projekt da irgendwie. Ja, deshalb hätte ich das Dunkelblaue dir doch hier dahin gesetzt. Weil ja. Du gesagt hast, das Hellblaue umsetzen. Ja, das Hellblaue muss halt. Das war halt zu niedrig, da wäre ich nicht reingekommen. Deswegen muss halt umgesetzt werden, das Hellblaue, das wollte ich damit sagen, aber. Ist ja egal, das Ergebnis zählt. Als unparteiischer Beobachter des Ganzen wäre es unfair, mein bevorzugtes Mitglied eures Teams zu benennen. Ich könnte aber einen Hinweis geben. Das weniger bevorzugte Mitglied würde ihn wahrscheinlich eh nicht verstehen. Reimt sich auf Schuh. Orange, du machst dich sehr gut. Lol. Reimt sich auf Schuh. Schön. Muss man meinen Untertitel auf Deutsch stellen. Okay. Gibt es aus irgendwelchen Gründen englische Untertitel drin? Nicht ganz so schön. Manche Tests sind nicht auf das Labor beschränkt. Der nächste Test ist so gänzlich anders. Ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Wenn ihr es findet, wisst ihr es. Lol. Ein Kuchen oder was? Der Audio. XM-Blendung. Gesamter Text. Oh, gibt's nicht auf Deutsch scheinbar. Na gut. Huch. Ah. Ah, da hast du ein Portal gesetzt. Hier kann man auch eins setzen. Ah, hier hinten geht's irgendwie dann weiter. Dann setz mal eins da oben hin, hier aufs Gelände da drauf. Also oben drüber. Bisschen höher. Geht nicht. Genau so. Da. Dann können wir nämlich rumhampeln hier. Tada! Ah. Ja.
Okay. Das ist aber ja nicht so einfach. Dummerweise kein Portal, ja, sonst würde ich dir helfen. Ich komme nicht mehr raus, ich bin zu weit reingegangen. Sonst könnte ich dir da schnell ans Schießen, um da durchzukommen, aber. Warte mal, komm mal, guck mal zu mir. Geh mal nicht durch. Guck mal zu mir hier. Ja. Kommst du da hinten an die Wand ran? Ja. Wunderbar. Dann gehst du da durch. Okay, wir müssen die Schäbe suchen. Und einlegen. Insert Discs. Ach du Schande. Countdown, synchrone Schalter. Muss man es Countdown geben, da müssen wir gleichzeitig umlegen. Okay, wo ist der andere? Ach, hier, war. Gegenüber. Okay, F war das. Genau. Countdown. Ah, ich war nicht schnell genug. Wir müssen einfach total durchschießen nochmal. Okay. Da! Ah! Ah, ich hab die Scheibe. Scheibe rein! Was bootet jetzt? Bewältigung dieses absolut sinn- und herrenlosen Tests. Oh, eins noch. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Schön. Oh. Fühlt ihr keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Ich halte das übrigens für einen Mangel. Oh Mann. Man kann sie nur lieben. Ja, GLaDOS halt. Ja, richtig, Datumis. Wir haben uns wegen der Disk geprügelt. Wer sie am schnellsten hat und einschieben darf. Hä? Aber nicht. Als ich mit ihm das gespielt habe, haben wir uns so geprügelt. Okay, nur da ist 4. Da ist 02. Zurück auf den ersten Kurs stellen. Und ab geht er. Wieso ist er denn da auf dem anderen Kurs gewesen? Am Ende. Weil die irgendwann mal gespielt haben und letzter war halt der 8. Kurs, der gespielt wurde. Der merkt sich immer, wo wir zuletzt drin waren. Wenn es komplett durchspielt, sind sie alle auf 8. Achso. Oder was mein letzter ist. Aber ich war hier noch nicht drin, aber dann macht er dann für dich auch, oder? Also weil du dann da sozusagen. Genau, weil ich schon mal drin war. Sie mussten nichts weiter tun, als 5 Minuten durch die Gegend zu laufen, woraufhin ich sie Da ihr zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobhudelei drastisch gekürzt. Ich gucke mal an, was da oben ist. Du hast mein Portal kaputt gemacht. Ah. Ja, und jetzt mach mal, du nein! Du musst da reinspringen. Mach oben eins. Muss da reinspringen. Mach erstmal oben eins. Und dann komm. Nein! Da, an dem Ding. Ja, das hab ich doch. Ja! Da kann ich. Du Knalltüte, das hab ich doch. Ja, gemacht. Und jetzt gehst du da durch und kommst mit hoch hier. Sonst kommst du nämlich selber nicht durch. Mir ist schon klar, wie das funktioniert. So, jetzt setzt und ich spring zuerst. Unten ist, wo wir reinspringen müssen. Damit ich nämlich nur was neu setzen kann, wenn du es nicht. Wieso? Wieso sollst du immer die Ehre haben? Ich kann doch gleich beim Fallen schießen. Ja, ja, und dabei verkacken und dann kann man vorne anfangen. Was gibt's denn da verkacken, beim Runterfallen auf den Boden zu schießen? Indem du daneben landen kannst. Sagen wir mal, ziemlich arrogant könnte man ja fast sagen. Nein. Also das kriegt jetzt der Dümmste hin. Okay, Einer muss dann nach Jens oben springen, okay. Dann machen wir mal ein Dings.
Genau. Du, ist auch egal. Wir müssen auf der anderen Seite das gleiche nochmal machen. Dann mach den Schalter, gucken, was passiert. Irgendeine Plattform rausgekommen oder sowas? Sehe nicht. Warte. Warte mal. Ah, hier muss was, hier muss ich draufstehen. Du musst da draufbleiben und du musst auf den anderen raufgehen. Du musst auf den anderen Schalter da hinten. Ah, Kugel. Richtig abgelegt. Ihr könnt darauf sehr. Moment mal. Ihr seid ja gar keine Menschen. Keine Heuchelei Ja, nötig. ich sehe Ihr gerade, könnt der euch nicht in vorstellen, Cola dass verhakt sich ab jemand und zu. jemanden. Ob ich da was machen kann. Sicherheitswürfel, Mein das ist doch aber eine Tourismus. Kugel. Ja, weiß. Der Sicherheitswürfel ist also eine Kugel. Und Sicherheit deshalb, Ja. weil man sich an seinen Ecken nicht stoßen kann. Genau. Alles klar, ja, deswegen Sicherheitswürfel. So, mal die Prozesspriorität vom OBS ändern. Also bei mir läuft da immer frei. Ich Gut, streame ja okay, und nehme auf nebenbei. 17% Encoding, CPU-Leistung, aber Ja, bei mir gut. ist das 40. Oh, jetzt ruckt aber das Spiel selber, wenn ich das so hoch mache. Also ist hoch zu viel. Priorität höher als normal. Nee, ruckelt immer noch. Vielleicht macht deine CPU schlapp. Ich beschränke mal Portal auf 3 Kerne. Ah, Das du sollte dem streamst Encoder und mehr. nimmst auf, ne? Naja, und dann hast du auch noch Multicore-Rendering an. Gut, bei mir ist im Portal auch Multicore-Rendering an. Das ist zu viel. Der verwirft wieder Frames. Sekunde. Option. Multicore aus. Jetzt läuft es flüssig, auch wenn er nicht alle Kerne hat und ja, wunderbar. Auf jeden Fall ist der Encoder nicht ganz so ausgelastet. Oder Okay. scheinbar doch. Kommst du? Der Stream hackt wenig Mist, das ist doof. Okay. Also bei mir leckt das hier quasi überhaupt nicht. Hast auch einen Thread weniger, der da rumrendert. Ein paar Threads. Ich glaube, wenn ich jetzt einfach auch das Streaming starte, dann wird das wahrscheinlich auch nicht anfangen zu ruckeln. Erschossen, erschlagen, ertrunken, zerstampft, verbrannt. Verzeihung, ich dachte nur gerade daran, an was Menschen so sterben können. Ihr Lol. könnt so nicht sterben. Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen mit perfekten Ergebnissen und ohne Konsequenzen. Ah. Okay, du machst ein Endlos-Loop-Portal. Wenn du endlich tief fällst. Dann Gut. fliegst du eine Runde. Ach halt, nee. Darfst du nicht. Nee, Das geht geht so ja. nicht. Ich muss es machen. Genau. Alles klar. Dann wirst du irgendwie ganz schnell. Genau. Dann drücke Dann ich auf musst den du. Knopf. Dann lasse ich dich fliegen. Wunderbar.
Du hast den gleichen Knopf, musst du gleich nochmal machen. Von da aus. Genau. Ich kann das jetzt von hier mit Portal machen, sozusagen. Genau. Genau. Und dann den Knopf drücken und dann das obere auf die andere Ding setzen, wenn ich schnell genug bin. Wir haben es geschafft. Juhu. Ich habe diesen Test übrigens nur geschaffen, um Testsubjekte versagen zu sehen. Ihr habt es geschafft und seid jetzt sicher sehr, sehr stolz. Ich werde euch die kleinste Trophäe der Welt basteln. Die kleinste Trophäe der Welt. Aber eine Kartoffel? Ein Kartoffel-GLaDOS. Ja, wahrscheinlich. Ja, eine Kartoffel wäre eine schöne kleinste Trophäe. Das stimmt. Anubisviech, ihr Forschungspartner. Genau. Selbstvertrauen schafft man am besten, indem man seine eigenen Unsicherheiten erkennt. Orange, kannst du aufschreiben, wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest? Dafür reicht die Zeit nicht. Denk einfach, wie sehr du Blue überlegen bist. Blue, du gibst ein hervorragendes Beispiel ab. Ich guck mal eben wegen den Einstellungen. Vielleicht habe ich einfach Mist gebaut. Ist das random oder was? Da gibt es doch keine CR. Ich starte meinen Stream kurz neu. Okay, Bitrate geändert und wieder starten. Okay. Ich wusste, dass ich eher mal wieder eine hohe Bitrate kriegt, weißt du? Das ist nur meine Theorie. Okay. Also hier kommt der Ball raus. Soweit bin ich schon. Wo, wie? Ach, das hier Ding. Hier fahren die Teile hoch. Dass man darüber, dass man da eventuell ab, aber man. Ach, hier ist, ne, ist der Schussbalken. Alles klar, dann weiß ich, wie wir rüberkommen. Ich schieße da an ein Portal. Nee, musst jetzt da hochlaufen. Und wieder hierher kommen. Dann machst du hier so einen Flugunendlich-Dinger und lässt mich dann rüberfliegen. Genau. Aber wenn du außen rumläufst und es fällt, dann kannst du ja dein Portal behalten. Genau. Fuck. Ja, stell dich auf den Button. Genau, ich muss mir jetzt auf den Button und damit kommst du zurück. Genau. Mit dem Ball. Das Hauptproblem ist nur, kriegen wir den Ball jetzt. Du gehst jetzt nach oben. Achso, und die kann dann von oben nehmen oder was? Genau. Ah, weil du den hochhebst. Ah. Huch. Eben gesprungen. Ich dachte, das geht schneller. Aber ich verstehe. Ihr möchtet den Test genießen. Lasst euch nur nicht von meiner bodenlosen Enttäuschung über euch davon abhalten. Oh Mann. Erst waren wir tierisch gut und dann eine herbe Enttäuschung. Ja. Ich weiß halt nicht, was sie will. Ach, das ist ein Ladescreen, wa? Wo ja. Emojis vorgestellt werden. Mit denen
Aber keine Sorge, ihr führt. Ich schließe nochmal die Twitch-Seite. Der auch aktuell sehe, was abgeht. Anzahl Viewern. Weil irgendwie waren zwischendurch drei, ja. Ich müsste also noch mehr anders gucken, außer nur dem Datum ist. Deswegen. Ja. Jetzt steht da 6er. Ich glaub's ja nicht. Dave? Mich guckt doch keiner an. Was ist los? Wer guckt Kinn an? Du musst da durchhüpfen und dann lass ich dich nach oben flutschen. Hui, da muss ich den Knopf drücken und dann musst du mich umflutschen, dann muss ich den anderen auch noch drücken. Genau. Also wenn ich oben bin, musst du dann umflutschen auf das andere und dann muss ich oben den anderen auch noch drücken. Alles klar. Das heißt, genau, ich muss jetzt... Du hast den Plan, ich führe aus. Ich muss blau, obwohl, sind beide Portale blau. Du musst das dunkelblaue, erst das dunkelblaue setzen und dann das hellblaue. Und das hellblaue jetzt um... Das dunkelblaue hier hin und dann das hellblaue auf die andere Seite danach. Ja, das ist klar. Ich habe nur überlegt, welche Dings denn setze. Das dunkelblaue, die Maustaste, alles klar. Genau, die rechte. Ist es schnell genug? Ja, ja. Du warst zu langsam. Ach, scheiße. Oder hast irgendwas falsch gemacht. Ach so, ach, das ist auch Timing. Ja, ja. Du musst, während ich oben bin, musst du das andere umsetzen. Ja, ja. Damit ich dann den zweiten Knopf drücken kann in der Zeit. Hinstellen. Na gut, so, ich flieg schon mal eine Runde. Dann muss ich das blaue setzen, gut. Fällst du schon? Ja. Bälle! Jongliertest beginnt in 3, 2, 1. Jongliertest. Oh Mann. Kaputt machen, alle kaputt machen. Achso, du britzelst die an den Britzelfeldern. Genau. Einen haben wir noch. Da kommt viel ein neuer raus. Kommt immer ein neuer raus, wenn du den, glaube ich, durch Britzelfeld jagst. Ich glaube nur, wenn ich den letzten durchjage. Fußball. Ich habe keine Füße, ich habe Hydraulik-Aktuatoren. Aber könnte man trotzdem als Fuß sehen, als eine Art Fuß. Keine Ahnung. Zumal Hydraulik-Aktuatoren mal komisch klingt. Achso, du meinst Hydraulik-Aktorenball. Ja, genau. Obwohl, dann wird ja auch Handball. Nee, also deine sind definitiv aus. Deine sind definitiv aus Hydraulik. Bei meinen weiß ich es nicht. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Guck mich mal an. Ja. Deine sind, ich habe Motoren, glaube ich. Ich habe Servos, würde ich sagen, oder? Ach nee, doch, oben habe ich gleich Hydraulik. Bei dir sehe ich auf jeden Fall Hydraulik. Ja, ist Hydraulik. Okay. Flieg! Sieg und Sieg? Ja, so ungefähr. Mondstein. Okay, jetzt haben sie uns beigebracht, was das für Dinger sind. Achso, okay. Wir standen falsch rum. Egal. Okay, das Sieg gleich in Sieg. Grün. Ah, fuck, ja, ich kann mich entsinnen an das Ding. Ach, ich musste denn. Also, du lässt dich von meinem da durchschleudern, dann schießt du da oben ins hin und dann bist du, lässt dich drüber schleudern. Also, ins kannst du schon setzen und dann setzt du noch eins auf die Rückseite, wenn du drüber geschleudert bist. Das heißt hier dit hin. Genau. Genau. Gehst du und durch. Dann, und dann, dann setzt du auf die Rückseite, dann springe ich durch. Welche Rückseite? Ich kann hier nirgendwo mehr. In der Rückseite von dem Ding. Ach so, ah, ich verstehe. Jetzt kann man durchfallen. Genau. Komm nicht mehr zurück. So, das war die falsche Dingens. Okay, mache ich das so. Und so, und dann musst du das Katapult bedienen.
Okay. Zack. Zack. Genau, und durch. Und Gut. ich glaube, ich habe noch irgendwas vergessen. Ich muss auch noch rüberkommen. Schieß mal dein hellblaues daran. Da? Ja, sollte eigentlich Ja, gehen. genau, und jetzt kommst du mit mich durch. Ah. Durch den Schuss Dingens. Genau. Ja. Okay, nee, erstmal müsste ich dahin fliegen, glaube ich. Dann müssen wir irgendwie das Ganze umdisponieren. Das haben wir einen Knopf. Jetzt müsstest du eigentlich da das nächste schießen können und dann selber durchspringen. Dann landest du da hinten hinter dem Feld. Genau, jetzt muss ich das Blaue umsetzen. Genau, und selber durchgehen. Dann kannst du da irgendwas machen. Jetzt kann ich hier nur ein Portal setzen, das dich jetzt hier wieder rausschießt. Das Okay, heißt, das war also nicht Sinn der Sache. Gut, da fehlt was doch, anderes. doch, du musst jetzt. Ja, ich hole dich gleich ab. Sekunde, ich hole schnell den Würfel. Muss mich Achso. den Knopf hier gedrückt halten, sonst geht es gar nicht. Ach du Schande. Wenn du nicht den Knopf drückst, komme ich hier nie wieder raus. Okay. Ich glaube, damit musst du den Knopf drücken, ne? Ja, ich musste nur eben mal den Würfel hochschmeißen, weil du nicht zum Weitergeben da warst. Die musste ich ihn raufschmeißen auf die höhere Ebene. Ja, ich war ja nicht zum Ja. weiter da jedem da, weil Sekunde. ich ja hier gefangen bin. Ja. Es gibt auch Wege, fast das ganze Puzzle zu umgehen. So, jetzt bleibst du da stehen, dann fliege ich nochmal Genau, dahin. und du springst jetzt hier durch und flutscht durch die. Ah, und kann die dann hier einen Ausgang machen? Ganz durch. Wisst ihr, wer nach dem kleinsten Erfolgserlebnis schwachsinnige Freudentänze aufführt? Wir. Menschen, Ach und nee, genau die Menschen, sind gut. hier geradeaus. Wir sind ja keine Nicht Menschen. mehr. Genau, wir sind ja komische Roboter. In uns steckt mehr, auch wenn wir hohl sind. Das hört sich irgendwie merkwürdig an. Ja. Ich bin 80 Zentimeter hoch. 80 Zoll, wenn es nicht sein. Falls Glaube deine ich zumindest. Leistung noch unzureichend ist, denk daran, niemand ist von Anfang an perfekt. Selbst ich hatte einen Makel. Man gab mir zu viel Mitgefühl für menschliches Leid. What? Aber ich habe mein Handicap überwunden. Das meine ich ernst. GLaDOS hat zu viel Mitgefühl. Okay. Mal gucken, wo ich lande. Da muss ich jetzt wahrscheinlich schießen. Alles klar, warte. Ich würde sagen. Ich muss da ja erstmal hin. Ja. Bring einfach mal durch. Hättest du woanders hingesetzt. Hier muss aber ein Würfel Ja. rein. Wo ist der Würfel? Da muss ich glaube irgendwie durchfliegen. Da hinten, da kann man den holen. Wo? Ah. Hier ist irgendwie eine Ausgabe. Hier kommt man bestimmt raus, wenn man irgendeinen Knopf drückt. Soll ich einen Knopf Ah, drücken? nee. Oder liegt das Ding irgendwo rum? Wo ist das Ding? Der Würfel. Muss man es auch mal angucken. Ja.
Ja, wo ist der Würfel? Müsste eigentlich aus dem Ding da oben Ja, aus dem rauskommen. Rohr da irgendwie rauskommen. Na klar, aber. Bei irgendeiner blöden Aktion. Ah, vielleicht muss man hier so rauf klatschen. Nee. Ah, da ist der Knopf. Hab's. Halt, nee. Ja, doch. Mach ein Portal da und eins da Klar. und dann Ja, fliegst du durch. natürlich. Ja, aber wo ist der Würfel? Ja, der kommt. Das kommt noch. Geh nach oben und dann setzt du wie ein Portal da und dann fliegst du. Ja, erstmal muss ich aber hier Ja, das hin. sag ich ja. Geh nach oben und die Portale und dann fliegen. Den Rest habe ich hier organisiert. Da oben ist ein Knopf. Ja. Und der zaubert und dann. Ah, der fliegt genau da rein. Perfekt. Nee, nicht perfekt. Du hast Eigentlich deine nicht Portale perfekt, weil abgeschlossen. ich hier durchgegangen bin. Richtig, ich habe Kacke gebaut. Wo ist das Ding jetzt? Abgeblieben? Nee, ich kann, glaube Hier ich, noch drüben einen irgendwo. fliegen Nee, lassen. ist, mach nicht. War doch schon gut. Nee, wieso fliegt doch jetzt der nächste? Muss mir auch vor, wenn ich Portale rechtzeitig mache. Ich hätte mich sonst einfach hier hochgeholt, weißt du? Das hätte auch funktioniert. Einfach hier unten eins gemacht und nach oben und dann wäre gut gewesen. Und jetzt musst du eh hinterher springen. Ja, jetzt musst du aber die hier drüben machen. Ja, klar. Und fliegender Roboter. Und immer diese Einblendung von deinem. Ja. Luftkunst. Ach du Schande, das blöde Ding. Was passiert? Oh. Sehr gut. Theoretisch drückt man auf den Knopf. Dann müsste das Ding fliegen und irgendwo rauskommen und eventuell sogar Sinn machen. Gut gemacht. Huch. Da fehlt, warum das? Bald nicht reicht. Warum reicht das nicht? Was sonst sollte? Das verstehe ich jetzt Kannst nicht. du? Sehr gut. Oh, ich habe einen Loop gebaut. Nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ach, wunderbar. Ich habe kurzzeitig da oben gestanden auf der Wand. Okay, der liegt da, prallt ab und dann. Ja, ich weiß, was da abgeht. Du musst den im Flug wegfangen. Ja. So. Du musst halt wieder Ja, zurück und drück auf du den musst. Knopf. Den mussten fallen lassen, wahrscheinlich. Achso. Das war's schon. Ah. Glückwunsch zum Abschluss des letzten Tests. Aber etwas beunruhigt mich. Kann man ohne tödliche Konsequenzen überhaupt noch von Wissenschaft sprechen? Weiß nicht. Oh. Sag du es mir. Ja, doch. Ich denke schon, oder? Es wird halt nichts geschaffen, sondern dann zerstört. Das würde ja, wenn es nichts geschaffen wäre und zerstört würde, würde es ja Wissenstör heißt, nicht Wissenschaft. Also ohne Zerstörung, also Konsequenzen, ist es eigentlich Das nur ist Wissenschaft. merkwürdig. Also es ist nur Wissenschaft, wenn es geschaffen wird und statt zerstört oder getötet oder Konsequenz oder. Ihr seid Ach, wirklich keine viel Ahnung. zu langsam. Entwickelt ihr etwa menschliche Du bist Gefühle? wirr. Braucht ihr etwas Oder du außerhalb? redest wirr. Vielleicht hilft Okay, wir müssen den doppelten. das beste Robotermodell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat.
Wir müssen den doppelten Schaltersprung machen. Doppelter Schaltersprung? Ja. Ganz einfach. Ein Portal da. Moment. Ja. Und eins. Da würde ich sagen. Wenn ich hier rankomme, wenn ich mit mach dem einfach. Da ranspringe, dann muss ich. Mach einfach. Setz dahin. Oder dahin, ist egal. Ja, das meinte ich. Ich hätte das hier hingemacht. Das ist scheißegal. Wir müssen gleichzeitig springen. Okay. 3, 2, 1. Oh. Ah, war genau genug. Komm. Da ist weiter. Ja. Das Ding tötet Menschen. Nur so als Vorwarnung. Dieses Puzzle hat Konsequenzen. Naja, ich glaube, du musst nicht drauf gehen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass du drauf gehst. Also das Problem ist, was passiert im Moment, wenn du den Laser reinleitest, dann passieren lustige Sachen. Ja, dann wird hier, glaube ich, ein neuer Laser erzeugt, so wie es aussieht. Oder die... Nee, das ist ein Empfänger, wo du reinschießen musst. Und zwar da und... Ja, da. Hier... Da hier muss musst du auch hingeschossen werden. Ja! Dafür habe ich gerade die Portale gemacht. Jetzt musst du in den Gang reingehen und den Laser nach hinten zurückschießen. Genau, und... Na, nochmal aus. Ja, doch, ich bin drauf. Jetzt an. Ja, wir müssen schnell sein, aber das funktioniert. Ja, du hättest mir vielleicht sagen sollen, dass wenn man den Laser... Ja, da ist ein Zeitlimit. Dann geht der Fahrstuhl runter, aber ich habe ihm erstmal nicht ganz drauf. Das hat sowieso nicht funktioniert. Ja, aber warum hat... Also wähnst du das nicht? Das finde ich immer so toll an dir, weißt du, so... Dass du dann andere glashart in die Falle reinlaufen lässt. Es tut mir leid. Nochmal das Ganze. Wenn ich schreie, dann kannst du... Ach halt, komm nochmal raus da. Das müssen deine Portale sein, die den Assassin da drinnen liegen lassen. Ja. Das hilft uns aber nicht. Meinst du nicht? Genau, und da hinten den anderen. Dann muss ich den Fahrstuhl nämlich aktivieren, dann muss ich aus dem Fahrstuhl rausspringen und dann muss ich da den Schalter und so weiter. Erstmal Zyklus abwarten. Genau. Los! F. Bitte. Ey, ich sehe das Mimi nicht. Ich wollte Mimi noch ausrichten, weil ich das Mimi. Ja, jetzt da genau mittig in dem feinkarierten platzieren müssen, eine dunkle. Genau da auf die Mitte. Ach so. Und dann ist es nämlich gerade. Wenn du auf jeden Fall auf die Mitte raufmachst, dann hast du eine gerade Linie. Weil ich sehe das jetzt. Ach so. Der Tatar bestreut gerade ein bisschen Salz in die Wunde. Okay. Ich glaube, er ist leicht amüsiert von deiner Begeisterung für dieses Spiel. So, jetzt ist das Ding entschärft. Jetzt kannst du durchkommen. Und die Würfel mitnehmen. Ja. Einfach durchlaufen. Ach so, das meinst du. Du kannst ihn nicht steuern lassen, weil dafür müsstest du von dem Fahrstuhl runter springen! Ah!
Du Arsch! Du kannst nicht runterspringen, weil der Fall schon nicht oben ist. Okay. Das müsste eigentlich funktionieren. Stell dich an die Tür ran. Ach so, da, ja. Ich versuche den so zu droppen, dass wir durchgehen können. Ah, wunderbar. Nach dieser Vorstellung ist wohl eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken angebracht. Was, schon wieder? Sollen wir schon wieder Scheiben in Schlitze stecken? Damit es Klettos besser geht? Wahrscheinlich. Klingt irgendwie eigenartig, wenn man das so sagt. Was hat der Datemist da von sich gegeben? Eine Begeisterung für was? Ja, er hat, du bist halt, wie sagt man, Swalty. Sozusagen leicht. Wehleidig, kann man sagen. Das hat damit nichts zu tun. Wenn du mysteriös sagst, hier sterben Menschen, und wenn ich dann sage, dass das wahrscheinlich auch ohne geht, und du dann alle dafür tust, dass man dann halt stirbt. Hatte damit nichts zu tun. Ups, kackt. Sekunde, ich will da eben raufklettern. Da. Ah, lass mich durch. Genido. Du hast im Weg gestanden. Ein bisschen geschickt kann man ihn hier rausgreifen, den Würfel, okay. Wobei er geflogen kommt. Ich hätte das einfach. Achso, du willst exploiten. Ja, natürlich. Macht doch keinen Spaß auf dem regulären Weg. Also rein theoretisch geht auf den Knopf irgendwie die Klappe auf, den kommt dann nach oben geflogen. Irgendwo müsste ein Laserempfänger sein, wo man den Laser dann rein. An den Laser braucht man nicht. Das ist irgendwie. Nee. Eventuell muss man da hinten rüber, ich glaube. Das ist so. Und dann. Oh mal, das. Fest, das Ding. Mal gucken, wo ich mal hinkomme. Hui. Ach, da ist ein Schalter, der das Ding aufmacht. Und dann. Ah, alles klar. Und dann muss man das da oben auffangen. Genau. Alles klar. Ich schummel wieder. Es fängt ziemlich leicht da auf, wenn man es nicht fangen muss. Ja, verkackt. Ich brauch das Ding. Achtet doch woanders. Aber das ist der Einzige, wo ich direkt so reinsteigen und da rausspringen kann. Du brauchst da nicht gegenspringen, wenn da keiner zum Auffangen drüber ist, verstehst du das? Ja, weil du den ja rausexploiten willst. Ja, alternativ müsste man einen Parallelsprung machen mit richtigem Timing. Und ich fürchte lieber da oben weg, als da unten einen scheiß Doppelsprung zu machen, wo das Timing dreimal fehlschlägt. Wieso? Du gehst einfach da oben rauf. Ja, das mache ich doch gerade. Du kommst da nicht ganz einfach rauf. Du musst drüber. Der offizielle Weg ist, du fliegst drüber weg und sammelst in dem Fliegen ein. Und das werde ich nicht machen. Ich werde es da oben drauf klettern und du musst mich in Ruhe raufkommen lassen, verstehst du? Ah, verdammt. Warum bist du da überhaupt runtergesprungen? Weil ich versucht habe, auf die scheiß Rundung da, auf das scheiß Rohr aufzusteigen. Das ist nicht ganz einfach. Und was spricht gegen den Flug, Das wahrscheinlich in eine Hose geht. Damit ich weit im hohen Bogen drüber wegfliegt. Naja, erst schieße ich das rin.
Und dann springst du ungefähr anderthalb Sekunden später da durch dann. Da. Hat das fast. Na gut, wir können es gerne versuchen, aber dann. Und verpasst. Ja, ich wollte erstmal zählen, wie viele Sekunden. Also, ich bin bei knapp 5 Sekunden mit meinem. Ziel gewesen. Jetzt nur nochmal. 21, 22. 21. Das Problem in der Geschichte ist, das brauchst du nicht zählen, du musst gucken, wann der Würfel dadurch gerutscht kommt. Ach so. Ich hab mal aber. Hab ich gesehen, das sah richtig professionell aus. Ich hab gesehen, dass da die Moment da angeflogen kommt, dann bin ich gesprungen. Okay, jetzt müssen wir zuerst hier hinten lasern. Das hält den Ventilator an, genau. Und dann muss einer durch den Ventilator durchspringen über das Ding. Ach du Scheiße. Ja, ich halte den Strahl. Also ich rübergehen, weil drüben müssen auch ordentlich Portale gemacht werden, um weiterzukommen. Wieso ich lasern, ja? Das wäre glaube ich besser, weil da hinten wird's kompliziert. Ja, gut. Willst du mir jetzt unterstellen, dass ich quasi keine Ahnung hätte und... Das sage ich nicht. Und quasi kein Gespür für dieses Spiel? Was lacht der Datum? Ist halt jetzt wahrscheinlich wieder so dreckig, weil du wieder so komisch lachst. Ich lache einfach in der Art und Weise, einfach köstlich ist. Okay, du bist da hinten, gut. Wir müssen gleich hier rumhantieren und genau da das Ding hin. Und ich muss dir ein Portal geben, wo du den Laser durchschießen musst. Genau. Kannst du hier rüberschießen, wo ich stehe? Nee, war? Nee. An hier höchstens hinschießen. Ist zu hoch. Das heißt, ich muss. nee, muss den Laser hier rüberkriegen. Ich müsste wieder zurück. Warte mal, ich komm noch mal gucken hier. Ob ich irgendwas tun kann. Ach, er steht jetzt. Ah, es fehlt uns nichts. Er muss den Laser ja bedienen. Nein, hast du einen. Kannst du. Na klar, von da. Mal schieß in das Ding ein Portal. Und dann schießt du hinter mir ein Portal. Ich kann ihn nicht rausschießen aus dem Raum. Hier ist nochmal ein Auflösungsgitter zwischendurch. Kannst du mich irgendwie darüber bringen? Das kriegen wir hin. Das hilft uns nicht weiter. Doch. Ich glaube zwar nicht, aber du kannst sie selber rüberbringen im Prinzip. Du musst da ein Portal setzen und dann den einfach ganz normalen Sprung nicht machen. Doch, selber rüberbringen, weil dann nämlich das, der Häcksler wieder läuft. Dave. Du musst mit Ach so, das, du musst das Ding da halten, wa? Ja. Okay. Deshalb musst du ein Portal auf der anderen Seite irgendwie schießen. Du hast gerade dazu gedacht, dass wir hier rumhampeln. Hä? Du hast gerade dazu gedacht, dass wir hier rumhampeln. Eine Kappeltür, wo ich durchgehen muss, um überhaupt in den Raum zu kommen, wo der Laser hin muss, und da werden alle Portale aufgelöst. Das ist das Dilemma, was ich gerade habe. Warte mal, also ich kann mit Portal, wie gesagt, mal hier kann ich ein Portal hinschießen. Dann müsste ich das. Hier ist noch ein Fan-Shutdown, der muss dann nur dann overrided werden. Wir müssen nur irgendwie anders das Ding ausstellen, dass du das Ding hinlegen kannst. Wo kannst du denn das Ding hinlegend? Na klar kann ich. Ich brauche nur einen zweiten Würfel.
Nein. Warte mal. Es kommt aber kein zweiter Würfel mehr. Pass auf, ich weiß, was du machen kannst. Ich weiß, wie das geht. Naja, ich Ach, jetzt muss. dreht der Ventilator wieder. Es gibt einen Trick. Du musst das Level von dem Würfel erhöhen, auf dem er feuert. Du musst also aus einer Fläche rausschießen, die ein bisschen höher liegt. Eventuell kannst du durch die Fläche da hinten das schießen. Ich Die als glaube. Eingangsvektor, als Ausgangsvektor einer der anderen schrägen. Und wenn das Portal auf den Kopf schießt, müsste es funktionieren. Nee. Nee, das ist auch scheiße. Warte mal, da ist eine Fläche, ne? Und da ist auch eine Fläche, die Fläche. Da muss den Laser durchjagen, dass er da rauskommt. Irgendwo rein, Okay. dass er da rauskommt. Guck mal, ob da irgendwo ein Ding ist, wo du reinschießen kannst mit dem Laser. Nee, da. Irgendeine gerade Fläche. Muss ja irgendwo eine sein. Hier. Ja, genau. Dann musst du nur noch. Und Genau, ah, das passt nicht ganz, dann. Ja, doch, muss den nehmen. Nur irgendwie den Winkel schöner hin. Macht sich doof, wa? Ein Stück weiter nach links, dann passt das. Ah. Genau, den Laser weiter rüber. Perfekt. Dann musst du da durch das. Perfekt. Jetzt kannst du dann rüberfliegen. Wo ist der so. Würfel hin? Der Laser ist weg. Achso, der Laser ist Oder? ausgegangen. Na gut, jetzt kannst du rübergeflogen kommen. Genau, dann Über das muss Ding. ich da. Ja, Fan Shutdown steht hier. Ach, und ich Na lese gerade im klar. Chat, dass der Datum es uns genau auf diesen Lösungsweg hingewiesen hat. Vielen Dank Oh, für das gar ist ja toll, nichts. dass das wieder mit der besser wär's. Was tun kann, Dorn? Du bist wieder Wofür? parallel Doppelschalter. Super. Insert Disk. Wo ist die Disk? Meine Disk. Nee, du hast die letzte gehabt, das ist jetzt meine. Ich hab sie. Na! Okay, Sehr gut. Ich habe die aufpassen. wertlosen Pläne gefunden. Ihr müsst hier bleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Fertig. Lol. Denke ich jedenfalls. Ich habe sie. Aber wieso werden wir immer gesprengt, wenn wir die CD einlegen? Weil wir da nicht vernünftig demontiert werden können, da müssen wir, weil wir außerhalb des normalen Ja. Testdingens sind. Deshalb sprengt er uns. Deswegen gewaltsam mit die Montage. Ja, er kann sich den ganzen Scheiß noch erinnern. Das ist 2, 3 Jahre her, dass wir es gespielt haben. Willkommen im Trainings- und Forschungszentrum Wir für haben die Hälfte Maschinen. geschafft, nach einer Stunde nur. Sie haben alle verfügbaren Juhu! War doch gut. Okay, Nummer 3. War da oben der. Das war also ein Fliegeding, glaube ich. Ach nee, 5 ist doch da Nee. hoch. Da ist 5. Wir müssen die 3 jetzt machen. Die ist da oben. Ja, habe ich schon gesehen. Bin nur am Überlegen, wie wir da hinkommen. Machen die Knöpfe. Ich muss dann beide drücken, komm mal rüber hier. Ah.
zum Geier? Ach, warte mal, das sind die Bonusmissionen. Die sind später dazu gekommen. Ich glaube, die machen wir noch nicht. Okay, also wieder Exit. Genau. Das sind die auf dem alten Aperture-Gelände. Sozusagen in den 50ern. Da wollten wir also nicht hin. Gut. Hey, wie kommt man da hoch? Na, ich nehme an. Es hat fast mit dem Ding zu tun, aber ich glaube nicht, es ist ein bisschen anders und ein bisschen einfacher. Es ist das Ding da hinten. Das einen irgendwo hinschleudert, genau. Ja, hier kann man Portale anschließen. Ja, ja. Guck mal eben. Ah, perfekt. Geh einfach nur da rein. Ah, und dann... Achso, das fällt dann sozusagen auf den... Ne? Ja. Aber hier steht, du hast hier irgendwann schon mal gemacht. Steht für dich als vervollständigt da. Deswegen ist auch der blaue Haken da. Du hast sie also schon mal gemacht. Nee. Ich hab die definitiv nicht gemacht. Ich hast nur einen Kopf wie ein Sieb. Nee, nee. Na gut, die Montage. Wie denn gespielt haben? Keine Ahnung. Aber wenn du nicht mit mir gespielt hast, dann. Mit Tobi vielleicht? Nee. Ich weiß es nicht. Gut, genug für heute oder was? Oder wie oder wer oder was? Wie, was? Willst du Feierabend machen? Doch nicht weiß komplett. Nicht. Weil du gesagt hast, wir müssen irgendwie, du wolltest noch irgendwas anderes machen. Außerdem ist ja schon Einzel, also ich meine, ne? Ja gut, ist auch ein bisschen doof. Hast du den Stream eigentlich offen, oder? Sind es wirklich drei Zuschauer? Ich hab nur aufgenommen. Achso, nicht mehr zum Gucken. Nee, ne? Was? Achso, was zum Gucken? Dass der Stream bei dir im Browser läuft irgendwo. Achso, nee. Gut. Ach, hier ist der Lichtbrückenteil. Theoretisch können wir auch das später mal weitermachen, wenn das die Leute sehen wollen. Es ist keiner dran, an irgendeinem scheiß Abend, wo nichts los ist, nochmal weiterzumachen. Lichtbrücken waren cool. Wir merken uns, dass wir an Teil 3 jetzt sind, quasi. Du weißt, dass Lichtbrücken cool sind, da musst du es ja schon mal gespielt haben. Im Koop. Mit Lichtbrücken. Nee, im Koop gab es keine Lichtbrücken. Also, ich kannte die jetzt aus Einzelspieler. Achso, der hast auch durchgespielt, ne? Den Einzelspieler habe ich durchgespielt, ja. Ja. Also, jetzt nur an der Existenz von Lichtbrücken zu sagen, dass ich das Spiel schon mal gespielt habe, quasi, ist. Na gut, also ich setze mir die Sache später fort. Genau, würde ich sagen. Ja. Na dann, Leute. Einen schönen Sonntagmorgen. Es ist 1 Uhr am 18. Dezember. Wir haben morgen auch noch zwei Tage zu machen. Irgendwie, wenn wir es hinkriegen, keine Ahnung. Ich muss sie alleine machen, ne? Du holst weg. Genau. Alles klar, muss ich morgen alleine machen. Was haben wir? Q und R. Vielleicht irgendwas in Richtung Quake. Jedes Jahr. Und irgendein Quake hatte ich, glaube ich, immer. Es gibt nicht viele mit Q. Kerbal Space Program habe ich letztes Mal gespielt. Da war ja und was. Aber beim ersten Mal war es, glaube ich, Quake. Ja. Vielleicht ein bisschen Quake Live, wäre auch eine Idee. Multiplayer. Mit irgendwem. Und, würde ich mal sagen, vielleicht Risk of Rain. Das habe ich lange nicht mehr angefasst. Das wäre was. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen. Einen schönen vierten Advent. Und bis zum nächsten Mal. Dann stoppe ich mal die Aufnahme, wa? Genau.